Hallo Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Akku bei Rappes Bleie. Wir gucken noch eine Runde von Sonic. Und zwar haben wir heute sogar die Gegnerrunde von Sonic noch damals. Das ist das VBT 2015, war die Vorrunde 3. Wie weit bist du gekommen? Oder wann bist du ausgestiegen? 64. 32. Was kam denn nach Vorrunde 3? Zwischenrunde muss ich nicht. Und dann war doch, du bist doch gegen und dann war 64. Rapido. Rapido. Da habe ich nicht mehr Nee, danach habe ich noch eine gemacht. Der König der Kevins. Danach habe ich noch. Ja. Habe ich nicht noch eine gemacht und wollte aufhören und bin dann weitergekommen und dann gegen Rapido. Und da habe ich dann nichts mehr gemacht. Weiß nicht mehr. Ja. Aber cool, glaube ich. Lass mal gucken. Ich kann mich. Ja, wir gucken ja, also mein Gegner war Sansibar. Hm. Das war so ein Typ mit einer Totenkopfmaske und ich hatte davor schon einen mit Totenkopfmaske. Wer war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf Sido. Jeden Fall. Ja, Sido, genau. Und dann war, glaube ich, war noch einer mit Totenkopfmaske? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich davor schon einen mit Totenkopfmaske rausgehauen. Und dann hat mich Sansibar gebettelt, dessen Runde wir jetzt gucken. Weißt du, was voll annoying wäre? Wenn ich die ganze Zeit die Maus hier drin lassen würde. Ja, wie in deinem einen Video. In Jennix. Ja. Hast du doch gesehen. Okay. Scheiße Sonic, was bist du denn für ein armer Spast? Keine Hobbys oder Junge, was die falsch? Verdammt, du nennst dich Baus und kuschelst mit nem anderen Mann. Naja, ich muss dir lassen, dass du viele. Das bin ich überhaupt nicht. Das ist Nico, Alter. Das ist Nico und Andi. wie lustig. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Also Sansibar, um dich jetzt mal aufzuklären. 4 Jahre später. Nee. Mann, naja, ich muss dir lassen, dass du wie eine Schwuchtel tanzen kannst. Danke. Du willst mich ficken, doch was willst du mir denn entgegensetzen? Hätte dein Bonzenpapa was getaugt, würdest du jetzt um dein Leben betteln? Dein alter Vater war echt so enttäuscht. Er schob euch alles in den Arsch und ihr nanntet euch die Bonzenboys. Du Wannabe Gamer, zeig auf deinem Channel, was du alles nicht kannst. Bonzenboy bettelt um Klicks, weil dieser Schmarotzer noch nie etwas selber verdient hat. Wir kennen uns nicht, ist ne ehrliche Meinung, was ich dir sag, hab dein Let's Play gesehen. Ich schwör, ein Blinder sieht, dass du Fickfehler zwei Gichthände hast. Du musstest niemals Drogen für die Miete dealen, denn von Beruf bist du Sohn, der Papas Spiele spielt. Jedes Dislike für den Schnorrer wär noch viel zu viel. Bei dir bekommt man Lust, die Mütze komplett ins Gesicht zu ziehen. Ich glaube, wenn man ihn privat kennenlernt, ist das voll der sympathische. Meinst du? Die Quecken groß und gemein, doch sieht gegen mich kleiner aus als in Vorrunde 1. Weil es dein Name nur geklaut von der Legende ist, bekommst du alles, was du je verdient hast, ich beende dich. Sonic weg, ein groß und gemein, doch sieht gegen mich kleiner aus als in Vorrunde 1. Weil es dein Name nur geklaut von der Legende ist, bekommst du alles, was du je verdient hast, ich beende dich. Thomas, du wirst überfordert, wird Papa dir Geld, aber doch keinen Flow. Aber jetzt hängt dieses Auffans ein scheiß Dorf ab und denkt, dass es im VBT eine Chance hat. Was man in deinen Runden sieht, wird jetzt auch klar. Schön Tommy, dass Papa dir einen Greenscreen gekauft hat. Wenn ich pisse, da haben die Leute schon damals gelacht. Dieses Jahr macht ihr hier wieder mal mit, doch jetzt zieh mal an Erden einen altglatten Plan. Man soll denken, dieser Sonic ist jetzt echt erwachsen. Doch dass du dein Milchgesicht noch zeigst, wird es nicht besser machen. Das endet nicht, du bleibst ein Scheißopfer. Leider war für immer dieser Typ, der nur durch Freilose weiterkam. Du Scheißbonze, sei gewarnt, ich schleif dich zu deiner Mom und schlage dich zurück in ihre Fleischfotze, weil ich's kann. Ich mache weiter, bis dein Vater mich entdeckt und werd den Track so lange teilen, bis der Alte dich enterbt. Sonic, ich setze deinen Speicher auf Reset, nimm deinen Scheiß aus dem Netz und keiner. Guck mal, was der für eine Heilschlagader hat, Alter. Der meint das voll ernst, was er mit der rastet voll aus. Weiß mehr, dass du lebst. Sonic wäre gern groß und gemein, doch sieht gegen mich kleiner aus als im Vorrunde. Ei, weil selbst dein Name nur geklaut von der Legende ist, bekommst. Aber er hätte ja wenigstens noch so eine Brille besorgen können, oder? Für den Statista. Aber wenn er dem schon so ein Ding, also dann so eine Brille, der hätte mich ja fragen können, ich hätte ihm eine ausgeben. Er hat halt keine reichen Eltern, er konnte es nicht. Ja, er musste auch. Er kriegt einfach nicht alles in den Arsch. Er musste für die Miete Drogen dealen. Ey, hallo. Ja. Du alles, was du je verdient hast, ich beende dich. Das kann ich jetzt so draufhaut, das Brett so, man sieht so voll, dass er es so ganz leicht macht extra, finde ich immer super. Wer kennt groß und gemein, doch sieht gegen mich kleiner aus als in Vorrunde 1.
ist dein Name nur geklaut von der Legende. Es bekommst du alles, was du je verdient hast, ich beende dich. Wie kannst du nicht merken, dass selbst deine Freunde dich saudämlichen Bauern hassen? Selbst ein Freund der Ghost für deine Hook nicht mal aus seinem Sessel aufgestanden. Du rappst ohne Maske. Gedisst, Alter! Alter, ich bin wie fühlst du dich jetzt? Nicht mal aus dem Sessel aufgestanden. Nächstes Mal stehst du auf, wenn du mir eine Hook machst. Ja, bitte. Doch ich zeige allen dein wahres Gesicht. Geld hat er vom Papi, den Fan von den Freunden. Er repräsentiert all das, was er nicht ist. Ich hab mit dir ein Exempel statuiert und schwör, ich töte weiter, bis der Letzte es kapiert. Erwartet euren Tod, weil ich die Seelen einkassier. Das geht an jeden von Pamera, denn die nächsten seid dann eins. Aber beim Video hat er sich Mühe gegeben, hat er sich oder? Mühe gegeben. Okay, also ich mir ja nicht. Aber dein Video ist auch cool gewesen. Also lustiger. Du hast. Ich hab's lange nicht gesehen. Wie war das? Du hast irgendwie 10 von ihm genommen. Hast du so getan, auf, als wenn du aus seiner Perspektive rappen würdest. War das so? Ich hab sein Video war schon online. Der hat das ultra schnell gemacht. Und ich war so auf dem Netz. Alter, das kannst du nicht machen, Mann. Und ich hab das. Ich habe das dann irgendwann gesehen. Also, guck mal, da steht sogar, am Anfang bin leider nicht, weiter muss ich leider sagen, mein Vater seit einigen Jahren verstorben ist und ich mein Cash selbst verdiene, konntest du ja nicht wissen, möge der Bessere gewinnen, siehst du? Hast ja voll ernst genommen damals. Ne? Ja, also doch geerbt. Geil. Wie lustig, Alter. Okay, ja, genau. Seine Runde war auf jeden Fall richtig früh online und dann habe ich gedacht, komm, muss jetzt noch VBT rum. Also ähnlich wie ich das im Video überspitzt darstelle, da habe ich gedacht, komm, ich guck mir das mal an. Und dann habe ich meine Runde quasi auf seine Runde schon irgendwie gemacht, obwohl eigentlich macht man das ja nicht, ne? Mhm. Aber hat natürlich trotzdem für den Win gereicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, alter Schwede. Ey, den Sessel kenne ich. Ja, das ist den Sessel, das ist mein alter Sessel, den ich immer für Gäste habe, auf dem ich heute sitze. Hast du den geerbt? Den habe ich auch geerbt. Den habe ich mir tatsächlich im Internet bestellt. Oh. Faith. Alter, Digga, schon Freitag? Oh, ich muss noch eine VBT-Runde machen. Du hast aber eine knappe Frist gehabt hier. Gegen diesen Sansibar. Ich glaube, den schaue ich mir erstmal an. War ein lustiges Konzept. Oh, genau so eine Schwuchtel schon. Der zweite mit Totenkopfmaske. Alter Schwede. Ich bin der Sansibar und ich lispel dich zu Tode, weil ich kein Bett zu Hause habe, lieg ich auf dem Boden. Manchmal mach ich auch ne Rolle, dann krieg ich Leckerlis von Mami und ich trage die Maske, damit sie sich nicht erschreckt, wenn sie mich ansieht. Ich steh allein im Wald rum und jag den Heiden Angst ein und weil ich nicht gut rappen kann, tanze ich meine Punchlines und ich bin voll der Mac und mach seit 10 Wochen Sprechgesang und wenn du mich nicht magst, ja dann trete ich dich so fest ich kann. Ich bin mal dabei hingefallen und seitdem ist mein Hals schief. Seitdem bin ich böse, besser renn, wenn du mich im Wald siehst. Und weil ich außer Puste bin, muss ich das oft schneiden. Ich will nicht, dass meine Fans sehen, dass ich an Muskelschwäche leide. Und spaßig ist mir peinlich, doch beim Rappen sieht das cool aus. Ich hab den Gangster-Beat gepickt und da lass ich meine Wut raus. Sonic hat mich hart gefickt, deshalb krieg ich bald ein Kind. Und ich spiel gern Mama, seit ich schwanger bin. Rapper Nummer 2 mit der Totenkopfmaske und ich frage mich wieso. Also bitte Rapper sehen, wer soll mein nächster Gegner sein, etwa Sido. Dass du ne Maske trägst, das verstehe ich ja sehr gut. Doch wenn du Lispelfresse nährst, schalte ich dich per DSA auf Mute. Der Pulli, den hat mir Faith übrigens persönlich geschenkt. Ah, cool. Den habe ich noch, weil wir, kleine Story, ich weiß nicht, ob ich die mal erzählt habe, aber Faith hatte einen Auftritt in Koblenz gehabt. Ja, genau. Und Lucifer war sehr heiser gewesen, der die Vorgruppe immer gemacht hat. Er hat so einen Anheizer gespielt, wie auch immer man das nennt. Und die hatten am nächsten Tag einen Gig in Köln, wo Elvi, also wie heißt Slick One, auch da sein sollte. Und der hat dann gesagt, ja, da müssen wir auf jeden Fall fit sein, da können wir jetzt heute nicht übertreiben und so. Und dann hat Woddy, der, also ihr kennt Woddy wahrscheinlich, der DJ von 257 das auch so, der Faith auf Tour als Tour-DJ begleitet hat, hatte mich dann angerufen und hat gesagt, ey, kannst du nicht hier irgendwie in Koblenz auftreten heute Abend? Ich war auf der Arbeit. Dann habe ich Luke angerufen und habe gesagt, ey, kannst du heute Abend auftreten in Koblenz? Der so, ja, eigentlich schon. Ich so, okay, dann hau ich früher von der Arbeit ab, dann sind wir da hingefahren, haben uns vorher noch irgendwelche Beats auf dem USB-Stick gepackt, wir hatten keine Zeit zu proben, gar nichts. Und dann da halt eine halbe Stunde Auftritt gemacht vor Faith. Dafür hast du einen Pulli gekriegt. Ja, wir haben natürlich frei saufen, frei essen bekommen, haben Pulli bekommen und
Noch Autogramme, glaube ich. Wow. Ja, aber ja, wir durften uns dann jeder so ein Hoodie mitnehmen. Und ja, ich habe sogar noch eine Flasche von Faith. Ich habe die da nachher noch, als ich nach Hause gefahren bin, bis zum Hotel mitgenommen. Und Faith war noch, ist bei mir im Auto mit noch mitgefahren und hat noch seine Flasche Ballantines bei mir unterm Sitz liegen lassen. Die habe ich sogar heute noch, wie so ein Groupie, Alter. Nee, aber die habe ich echt noch irgendwo. Ich weiß auch noch, wie ich mit Tom 2008 oder 7 oder 8, ich glaube es war 8, auf einem Selfmade-Konzert war. Das war die Showtime Bitch Tour. Und da waren die alle noch mega unbekannt. Also Kollega, Favorite, die waren halt in Untergrundkreisen bekannt, aber die kannte ja sonst keiner. Die waren halt Mainstream noch gar nicht angekommen. Und da waren wir auch in einem etwas kleineren Club in Braunschweig. An dem Abend habe ich übrigens auch Punch kennengelernt. In der Schlange vor der Kasse. Und da kamen die auch raus und haben mit uns geredet und haben dann irgendwelche Punchlines geteasert, die sie in den Alben später rausgebracht haben. Und haben wir auch dann mit denen zusammen getrunken. Ich weiß noch genau, wie Tom so diese Flasche Whisky entgegengenommen hat, die Colli ihm gereicht hat. Und, der hat Colli gerade draus getrunken. Ja, erinnere mich daran, ja. Nice. Schön. Den Pulli hast du noch, ja? Ja, der ist noch oben. Rapper Nummer 2 mit der Tote Kopfaske und ich frage mich wieso. Also bitte Rapper sehen, wer soll mein nächster Gegner sein, etwa Sido. Dass du eine Maske trägst, das verstehe ich ja sehr gut. Doch wenn du Lispelfressen, ja schalte dich per DSA auf Mute. Mein Rap ist ziemlich scheiße und fast Umweltsünde. Und weil ich ziemlich wohl bin, würde ich gern meine Kumpels küssen. Sonic finde ich dope. Ich will wie du sein, und da werd ich ja ganz voll, steck mir nen Riesendildo rein. Sonics Videos sind geil, da muss ich immer lachen. Meine sind so lahm und oft totaler Schwachsinn. Mein Kumpel dreht mit mir, wenn er mir dafür noch einen blasen darf. Und weil er mir immer hilft und ich ihn mag, sag ich ja. Also, gegen so eine Schwuchtel mach ich sicherlich keine Runde. Was ist denn das hier eigentlich für ein Schatten, Digga? Die Kamera? Nein, kommt. Das ist die Kamera mit dem Digga, Mikrofon. Was ist das für ein Schatten da? Erstens sieht man es im Video nicht. Und klar. Zweitens, pass mal auf. Guck mal, das ist doch der Riesendildo, von dem du gerade geredet hast. Das ist das hier, guck. Hast du damals noch gar nicht gehabt, oder? So. 2015, doch, da hattest du die schon. Warte mal, wenn ich es richtig drehe. So. Das müsste ja dann so. Das ist übrigens die gleiche, also nicht dieselbe, aber die gleiche Kamera, die ich für meine VBT-Videos seit 2015 benutze. Eine Sony Alpha 57. Gibt's gar nicht mehr, aber schönes Teil. Also da kannst du schöne Videos mitmachen. Habe ich meine VBT-Runden 2015 alle mitgedreht und 16, 17. Hat er gemacht. Habe ich gemacht. Habe ich genau gesehen. Habe ich ihm nachgekauft. Ja. Das war's. Ja, lustige Runde. Ja. Aber dann, da habe ich doch nicht die Runde von ihm verarscht, sondern die Runde davor. Die Runde davor, ja. Aber ja. Trotzdem, ich habe gewonnen und danach bin ich ausgestiegen, glaube ich. Oder ich glaube noch eine Runde, ja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal, gut. Lass uns mal gucken, Rapido, das war doch sicher 64. Oder? Rapido, Sonic. 64. Ja, das 64. Ist genau, ja. Sogar noch auf dem Channel gelandet. War auch nicht schlecht, hat er fast 170. Ja, auf jeden Fall. Der war sehr beliebt. Der wurde auch sehr gehypt. Wie weit ist gegen wen ist denn der geflogen? Da hier, guck mal, Kleptomanic. Featuring Cassius Clay. Der ist gegen Klepp rausgeflogen. Ach so, eine Runde später. Die haben sich ein sehr gutes Battle geliefert. Da hat Rapido noch den Tänzer gemacht mit auch so einem One-Take-Video. Das war richtig gut. Das fand ich auch schön, dass er da ein bisschen sympathischer rüberkam in der Runde. Weil er halt so von Kleptomatic auch ein Beat bekommen hat. Wo er sich nicht so ernst nehmen konnte. Und das hat ihm echt gestanden, dass er da so plötzlich den Tänzer gemacht hat. Ich habe danach nie wieder was von ihm gehört, außer jetzt letztens hat er einen Track hochgeladen, wo er drüber gerappt hat, dass er von irgendwem verarscht wurde oder so. Keine Ahnung, hat er wohl ein bisschen Pech gehabt. Komischen Zopf und ganz schön Muckis gekriegt. Ja, das habe ich gesehen, dass er Muckis hat. Aber gut, ich fand... oberkörperfrei im Video. Oh, ich bin ein Alpha-Kevin. Alpha-Kevin. Naja, gut. Ja, dann würde ich mich fürs Zuschauen bedanken, liebe Leute. Ich mich auch. Das wollte ich euch nur mal noch zeigen, das ist ein Battle von mir. Ansonsten, ja, gegen Ritze die Runde wäre noch ganz cool gewesen, aber keine Ahnung, sonst habe ich keine richtig geilen Battles, wo ich jetzt sagen kann, da war auch ein lustiger Gegner oder so. Meistens habe ich immer nur die Vorrundenleute rausgeklatscht und habe dann keinen Bock mehr gehabt. Aber gut. Jo, dann, wir sehen uns im nächsten Dings. Und,
Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.